Oh mein Gott, Leute, heute bewertet Leontin 100 Spiele. Ja! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und da seht ihr schon, ich bin heute mal wieder mit Leontin am Start. Moin! Genau, Leute, und ihr seht schon, wir haben heute wieder diese Liste, wo wir schon vor einigen Tagen 100 YouTuber bewertet haben. Von extrem gut oder Lieblings-YouTuber bis hin zu ganz schlecht. Und dieses Mal haben sich das sehr, sehr viele gewünscht, dass wir das mit Spielen machen. Leute, wir haben so circa 100 Spiele vorbereitet. Alles mögliche. Minecraft, Fortnite, Brawl Stars, StumbleGuys, Roblox. Wirklich alles, was man also sich auf jeden Fall vorstellen kann. Auch Klassiker sind dabei. Und Leontin, du kennst ja wirklich fast alle von den Spielen, oder? Fast alle. Wir werden auf jeden Fall richtig ehrlich heute sein. Und heute geht es natürlich auch wieder um die Meinung von Leontin hauptsächlich. Ich werde natürlich trotzdem dazu sagen, wie ich das Ganze so sehe. 100% ehrlich. Ich bin richtig gespannt. Leute, lasst mal einen fetten Like da und ein kostenloses Abo, dass wir die 2 Millionen Abonnenten erreichen. Leute, wir sind jetzt kurz davor. Alle mal kostenlos abonnieren. Ja, alle abonnieren. Du kannst jetzt gerne mal anfangen. Sei einfach ehrlich und sag gerne was zu jedem Spiel kurz dazu. Roblox ist cool. Feier ich auch. Oh, okay, krass. Also Roblox, da gibt es ja so ganz, ganz viele verschiedene. Dieses Brookhaven. Ja, Brookhaven ist auch geil. Ja, okay. Also Roblox spielt es auch viel. Okay, wo würdest du es reinordnen? Boah, sehr gut oder Lieblingsspiel. Okay. Und, oh mein Gott, Lieblingsspiel sogar? Ja. Krass. Okay, Leute, ich muss sagen, Roblox hätte ich auf jeden Fall persönlich auf sehr gut gemacht. Als nächstes haben wir Mario Kart. Egal welches Mario Kart, ich finde, die sind alle sehr ähnlich. Genau. Das war richtig cool. Deswegen auch sehr gut. Okay, Leute, ich hätte sogar Mario Kart auf Lieblingsspiele getan. Wir haben jetzt FIFA. Und zwar irgendeinen FIFA. Du hast ja auch so ein FIFA bestimmt mal gespielt, ich oder? Ich hasse FIFA. Du hast FIFA? FIFA ist schlecht. Hä, wieso das denn? FIFA ist schlecht. Lol, hä, FIFA ist doch voll geil. Ey, ich kann das Spiel nicht mal spielen, ey. Wieso nicht? Aber hat mein Freund zu 4-0 gewonnen. 4-0? Ja, okay, FIFA ist ein bisschen schwer zu spielen, ne? Meinst du damit? Mhm. Okay, ja gut, verstehe ich. Among Us haben wir als nächstes, Leute. Okay, Among Us, das ist cool. Ja. Ich würde sogar auf okay machen, weil ich es nicht so oft spiele. Mhm. Ich persönlich mag solche Spiele nicht so krass. Also ich persönlich, Leute, deswegen habe ich es auch nie auf YouTube gebracht, hätte sogar Among Us auf schlecht getan. Also ich mag es gar nicht. Aber wir kommen zu Pokémon Go. Da, wo man einfach die Kamera irgendwo hinhält und dann ist da zum Beispiel Pokémon. Das, wo man draußen spielt, genau. Ist eigentlich gut. Hast du schon mal gespielt? Mhm. Aber ich finde es schade, dass es Geld kostet. Das kostet doch gar kein Geld. Doch. Echt? Okay. Deswegen bin ich sogar auf okay. Okay, alles klar. Dann League of Legends. Kenn ich nicht. Das kennst du nicht. Leute, ich sage euch ehrlich, das spielen richtig viele von meinen damaligen Leuten aus der Schule. Und ich finde das richtig schlecht, das Spiel. Also ich mag das gar nicht. Also 0%. Dann haben wir Subway Surfer. Ja! Direkt Lieblingsspiele? Ja. Feierst du? Ja. Feier ich auch. Dann Clash Royale. Nee, extrem schlecht. Hast du schon mal getestet? Ja, einmal hast du gespielt, ne? Ja. Dann Agario, kennst du das? Das da, nein. Das ist so wie dieses Slither.io und so weiter. Da hat man so einen Blase und dann kann andere Spieler essen, die kleiner sind, dann wird man immer größer. Ah, okay. So ein Online-Spiel ist das. Dann, ich verstehe es, weil ich habe schon oft Slither.io gespielt. Ja. Hm, wenn ich so gespielt hätte, würde ich sogar auf Focus sein. Du? Auch sehr gut. Okay. Ja, ich hätte es nicht so gut gemacht, aber ja, ist ja deine Meinung. Und okay. Jetzt Minion Rush. Minion Rush. Das ist so ein bisschen. Minion Rush. Ist ja ein bisschen wie Subway Surfers, ja, ne? Aber ein bisschen. Ich finde es sogar ganz, ganz klein bisschen schlechter, deswegen auch sehr gut. Okay. Ja, da stimme ich dir zu. Ich finde es auch schlechter als Subway Surfers. Aber was ist das? Dumb ways to die. So, dann, so many dumb ways to die. Ja, ich kenne das. Okay. Auf okay. Okay. Dann haben wir Super Mario Party. Das ist so ein Klassiker. Kennst du das nicht? Nee. Okay. Ja, dann mach's auf kenne ich nicht. Das ist so ein bisschen so ein Partyspiel einfach mit Super Mario. Okay. Dann haben wir Slither.io. Ja, ich liebe es. Also auch so ein bisschen die Agario, da muss man die größte Schlange werden, oder? Kann man sagen. Das zocke ich immer im Flugzeug. Im Flugzeug? Dann haben wir Pac-Man. Kenne ich nicht. Oder doch, kenne ich. Kennst du? Ja, kenne ich. Ich habe es noch nie gespielt. Ah, das originale Pac-Man hast du noch nie gespielt. Das ist doch auch dieses Spiel, wo dieser Smith Toys Automat hat. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Aber wenn du es noch nicht gespielt hast, dann machst du doch kenne ich nicht, oder?
Ja. Okay, dann haben wir Crossy Road. Das kennst du, oder? Ja, ich bin aber extrem schlecht drin. Okay, also da muss man so die Straße überqueren. Findest du schlecht? Ja. Macht dir nicht so Spaß, oder? Nicht so Spaß. Weil es so schwer ist, oder? Was ist da drin der Sinn? Dass man die Straße überquert. Okay, dann haben wir Tetris als nächstes. Ja, darin bin ich auch richtig schlecht. Ja. Weißt du noch? Ja, ja, du hast es schon mal gespielt auf jeden Fall, sogar hier. Das kann man nur spielen, wenn man gut ist. Wenn man Schlauberger ist. Ja, das stimmt. Da muss man gut so ein Auge haben für so Formen, ne? Okay, also. Ich bin ganz ehrlich, ich mach's sogar auch schlecht. Okay. Dann haben wir 8 Ball Pool. Ich hab selber, also jetzt wirklich. Ja. Ich hab selber so einen Billardtisch zu Hause. Stimmt, das ist ja echt ein eigener, ne? Aber 8 Ball Pool, wie findest du das so? Eigentlich ganz cool. Im echten Leben. Zählt das auch im echten Leben? Nee, die App. Also schon das Spiel musst du so bewerten. Es ist okay. Es geht so. Okay. Dann haben wir als nächstes Heyday. Kennst du das? Nein. Heyday ist so ein Bauernspiel so von, ist von Supercell. Also das spielt deine Freundin. Genau, meine Freundin feiert das extrem, aber Leute, ich persönlich feiere es jetzt nicht so. Du ich kennst das nicht, oder? Nee, wer spielt denn sowas? Dann haben wir als nächstes Super Mario Bros. So ein klassisches Super Mario Bros. Kenn ich auch nicht. Wie? Kennst du nicht? Kenn ich nicht. Wo man so springt mit Mario. Wie findest du das? Okay. Okay, also auf okay dann, ne? Okay, dann haben wir als nächstes Temple Run 2. Ich hab das früher mit 3 gespielt. Okay, also Temple Run 2 ist so das, wo so ein bisschen besser aussieht. Also das modernere Temple Run. Und beide gleich. Okay, dann mach das auf okay. Ja. Ich hätte es auch auf okay gemacht. Ich finde es jetzt nicht so krass. Dann haben wir Sonic Dash, also das Sonic-Handyspiel sozusagen, wo man auch diese Ringe einsammeln kann und so weiter. Boah, geht so. Geht so? Ja. Okay. Okay, also finde ich auch persönlich nicht so krass. Dann haben wir dieses Piano-Teil. Kennst du das? Ding, 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 ding. Despacito. Da-da-da-da-da-da. Und so weiter, ne? Wo man halt diese Tasten so nachmacht. Eigentlich, oh nein, das ist Geometry Dash. Eigentlich, ich glaube, sogar weil ich jedes Mal, dieses Ding ist viel zu schnell. Ja, das stimmt. Deswegen auch schlecht. Schlecht. Dann haben wir Geometry Dash. Ja! Ey, no joke. Nein, 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 das ist FIFA. Leute, da kam jetzt endlich mal das 2.2 Update, so ein riesiges Update kam da. Richtig geil. Und ja, im Prinzip geht es darum, ein Level zu schaffen, ohne einmal Fehler zu machen. Boah, direkt auf Lieblingsspiele. Ja, deins. Ey, safe, auch Lieblingsspiele. Ich habe das so krass gesuchtet, Leute. Ich habe früher diese ganzen Levels alle gemacht, auch diese Demon Levels, falls ihr das kennt. Feier ich unnormales Spiel. Dann das normale Temple Run. Ja, das würde ich auch auf okay machen. Ja, das okay. Hat keinen, also... Wo würdest du es machen? Ja, ja, auch okay. Finde ich auf jeden Fall gut. Dann haben wir Tall Man Run. Das ist das Spiel, wo man mit dieser Figur so richtig groß werden muss. Tall das Man mag Run. Das mag ich. Okay, wo das würdest du das einordnen? Oder ja, auf sehr, eigentlich sogar auf sehr gut. Auf sehr gut, okay. Ja, ich würde es persönlich, glaube ich, auch okay machen. Dann haben wir Counter-Strike Go. Kennst du das? Nee. Okay. Darauf kenne ich nicht. Ist auch vielleicht besser, dass du das nicht kennst, weil es, glaube ich, ab 18 ist. Dann Life Choices. Also, ja, das kennst du, ne? Da muss man so einen Charakter, entweder wird er so ein guter Mensch oder so ein schlechter Mensch. Wie findest du das Spiel? Es ist nicht richtig krass, sondern ich mach's einfach. Okay. Fruit Ninja! Fruit Ninja! Zack! Ich hab's auch sehr gut. Auch sehr gut, okay. Das finde ich auch sehr cool, das Spiel. Dann Headball 2. Das ist so ein Fußballspiel mit so dicken Köpfen. Kennen, glaube ich, auch sehr, sehr viele. Ja, okay. Auf okay. Du? Dann Cookie Clicker. Brrr. Schon ein bisschen langweilig. Langweilig? Ah, okay. Dann? Also auf schlecht. Okay. Dann Hill Climb Racing 2. Also das ist quasi das Hill Climb Racing, wo man gegen andere Spieler spielt, ne? Okay. Auf okay? Du? Ja, verstehe ich. Alles gut. Also warum okay? Macht's dir nicht so Spaß, oder? Ja, ich spiel's halt auch nicht so oft und so. Okay. Dann Candy Crush? Candy Crush, nee. Nicht so deins? Nee. Extrem schlecht, okay. Ja, verstehe ich aber. Ist auch nicht so meins. Dann haben wir GTA 5. Ich hab's einmal gespielt bei iCrimex. Stimmt, Leute, ihr seht's mal eingeblendet von iCrimex das Video. GTA sogar auf sehr gut. Nee, auch sogar auf Lieblingsspiele. Lieblingsspiele, okay. Ich mach's voll Spiel. Das
Krass. Voll Spaß. Also, ey, weg mit dir! Weg mit dir, du klein... Oh nein. Was? Auf extrem schlecht? Sofort auf Clash of Clans? Easy. Hey, ich finde das cool, das Spiel. No joke. Also Leute, man muss dazu sagen, erstmal GTA noch, finde ich auch sehr geil. Und Clash of Clans finde ich persönlich sogar, ich würde sagen, sehr gut. Oder okay, eins von beiden, weil ich finde bei dem Spiel, das kann man auch so geil zwischendurch spielen, so seine Base ausbauen. Ich finde das eigentlich cool. Aber okay, Angry Birds. Angry Birds? Das hat, glaube ich, jeder mal gespielt. Also no joke, jeder hat das, glaube ich, mal gespielt. Ich habe es nur einmal bei dir gespielt. Echt jetzt? Krass, okay, vielleicht war das eher noch in meiner Zeit gehypt, weil als ich damals kleiner war, das meistgehypte Spiel. Aber genau, wie würdest du das... Eigentlich okay. Okay, ja, aber verstehe ich auf jeden Fall. Dann haben wir den Akinator. Akinator, können wir bitte einmal versuchen, mich zu finden? Vielleicht danach, ja. Vielleicht kennt dich der Akinator mittlerweile. Mal. Auch auf okay. Die meisten okay. Sind jetzt auf okay. Okay. Ey, warte, soll ich dir was sagen? Schau mal, ich kenne voll viele Spiele. Ja, du kennst wirklich viele, ne? Das muss man schon sagen. FC 24 nee. FIFA. Nee. Das ist das Neueste halt. Nee. Nee? Nee. Okay, ja. Wie gesagt, ordne es ein, wie du es... Das ist alles gleich. Ah, jedes FIFA ist gleich, oder? Ja. Ja, okay. Helix Jump, so eine App halt, ne? Wo ja. Man ja, ist eigentlich okay. Das ist so eine Satisfying-App, sage ich jetzt einfach mal, Leute. Dann Logo-Quiz. Also egal welches, einfach diese Logo-Quiz-Spiele. Gibt es ja ziemlich viele von. Oh. Magst du so Quiz-Spiele oder eher nicht so? Eigentlich schon Handy? Gerne. Ja? Es macht schon Spaß. Ich würde sogar aussetzen. Okay, dann Doodle Jump. Da muss man so das so bewegen, das Handy. Und dann kommt man halt höher, hat einen höheren Highscore. Das ist so ein unendliches Spiel. Würde ich auch auf okay machen. Okay, dann vier Bilder, ein Wort. Das ist dann, ne, zum Beispiel halt vier 10 Bilder. 10 von 10, schlecht, ey. Was für ein schlechtes Spiel. Auf extrem schlecht? Oh ja. Okay, ja gut, okay. Dann Hole.io, wo man diese Stadt aufessen kann. Schlecht. Auch schlecht? Nein, nicht auf extrem, sondern einfach schlecht. Und warum? Ich feiere es nicht so. Ja, okay, da kommt auch sehr viel Werbung immer, ne? Du? Ja, ich auch nicht so, um ehrlich zu sein. Also an sich macht es schon Spaß, aber es ist zu viel Werbung, finde ich. Ja. Dann Parking Jam. Das ist richtig cool. Da kann man so die Autos so ausparken, sozusagen, dass man keinen Unfall baut. Ja, aber schon ein bisschen kompliziert, wenn man so 100 oder so 50. Auf okay. Dann kommt das Würdest du eher Spiel. Das mag ich sehr gut. Da muss man sich so immer entscheiden, was die meisten nehmen. Auf sehr gut, okay, krass. Aber dafür muss man lesen können. Ja, okay, da muss man schon lesen können, bestenfalls. So 4 Jahre alt, 5 Jahre alt sollte man sein. Dann... Und weg damit! Sims, echt extrem schlecht. Ich kenn's zwar nicht, deine Freundin hat mir davon erzählt, aber Scheiß drauf. Okay, Leute, ich sag mal so, es spielen wahrscheinlich eher Mädchen viele. Und da spielt man halt so eine Familie, ne? So eine eigene Familie kann man da gründen. Sorry wegen Sims, ne? Dann Talking Tom and Friends. Ja, das ist einer meiner Lieblingsspiele. Habe ich früher richtig gefeiert. Echt so gut? Ja. Was macht man denn da? Du weißt es nicht? Nee. Ach du. Ey, also ich kenne nur dieses Talking Tom, aber was ist Talking Tom and Friends? Also das ist so, da bist du so mit seinen Freunden, Ben, seine Freunde, Freundin und so die anderen. Ja. Und die musst du halt so füttern, auf Klo bringen, spielen. Fortnite! Für Fortnite! Für Fortnite! Auf Lieblingsspiel. Du kannst ja auch ein paar Fortnite-Tänze, ne? Ja. Lieblingsspiele, ne? L-Dance kann ich am besten. Den L-Dance. Sehr geil. Ja, okay, Fortnite. Ich muss sagen, Fortnite macht schon Spaß, aber man muss, finde ich, gut sein in dem Spiel, dass es Spaß macht. Man muss schon so. Es gibt auch auf Roblox. Fortnite? Ja, Fortnite. Oh krass, okay, ja gut. Dann haben wir Puh. Oh nein. Da kann man einen eigenen Kackhaufen großziehen. Wie ein Kackhaufen. Ja, ist das kein Kackhaufen? Das sieht doch so aus. Eine Kartoffel. Ach, eine Kartoffel ist das. Oh. Wie würdest du Puh sehen? Also wie gut ist das? Okay. Ist okay? Okay, dann haben wir Bottle Flip 3D, heißt das. Auch sehr gut. Habe ich auch früher echt gefeiert. Echt sehr gut? Okay. Du? Ja, es ist halt so ein Spiel, was man so nebenbei spielt, ne, finde ich. Dann haben wir PUBG Mobile. Kenn ich nicht. Wie ist das? Kennst du nicht? Das ist so ein bisschen wie Fortnite, sowas ähnliches. Okay, also Leute, PUBG finde ich halt schlechter als Fortnite, um ehrlich zu sein, aber
Oh, okay. Jetzt kommen die Spiele, wo ich nicht so kenne. Bomberman? Ja, kenne ich nicht. Okay, Bomberman ist ein Klassiker einfach, Leute. Kennen bestimmt einige. Dann Stumble Guys. Lieblings. Sag mal ehrlich, ist von allen Lieblingsspielen oben bisher, ist welches ist am allercoolsten für dich? Ey, das ist so schwer. Also von so Handyspielen und so, auf jeden Fall Stumble Guys. Ja. Also auf dem ersten Platz. So einfach nur ersten Platz erstmal. Stumble Guys. Okay, krass. Zweiter GTA, dritter Fortnite. Okay, dann haben wir jetzt Blob Runner 3D. Ist auch so eine App, Leute. Ja, kenne ich auch. Ist okay. Ist okay. Cut the Rope. Das ist so ein Rätselspiel. Das ja, haben wir einmal gespielt zusammen. Ist halt ein bisschen. Auch okay. Ist so okay. Ja, ist ein bisschen kompliziert manchmal. Das kenne ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Das nächste. Was ist das? Ey, das ist so. Da geht so eine Spaghetti lang. Aber du darfst nicht das Gelbe von der Spaghetti so durchschneiden. Du musst das Rote da von der Spaghetti durchschneiden. Okay. Das ist Spaghetti. Spaghetti Break. Spaghetti-Soße. Okay, aber das Spiel heißt Spaghetti Break, oder? Ja. Okay, und ja, wie findest du das so? Ich habe das noch nie gespielt, ich bin ganz ehrlich, Leute. Das ist, ich würde das sogar auch schlecht machen. Okay, ist schlecht. Dann GTA 6. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe auch nur den Trailer gesehen, Leute, aber ey, ich freue mich geisteskrank auf das Spiel, also no joke. Das kommt aber erst 2025. Das stimmt, aber jetzt so nur vom Trailer und wie sehr du dich darauf freust. Was denkst du? Ich freue mich richtig drauf. Aber ich glaube, ich darf es nicht spielen. Vielleicht mal bei Max. Ja, dann auf Lieblingsspiel. Dann kommen wir jetzt zu Brawl Stars. Ich glaube, darauf haben sehr viele gewartet. Leute, ihr wisst alle, wo ich Brawl Stars einordnen würde. Aber ich will jetzt deine 100% ehrliche Meinung. Du weißt, ich mag das natürlich, aber nur du entscheidest jetzt, okay? Lass dich jetzt nicht davon beeinflussen. Hey, Lukas. Mhm. Bist du böse, wenn ich auf schlecht mache? Was? Wirklich? Warte, vielleicht. Sag, mach erstmal dahin, wo du machen willst. Lukas, ich nehme jetzt dieses Brawl Stars. Ja? Alter, ich habe echt Angst, Alter. Nein, Spaß hier. Hä? Auf okay nur? Ja. Echt? Auf okay? Warum? Warum magst du das nicht so? Da musst du jetzt ein bisschen mehr erklären. Weil es ist einfach viel zu kompliziert. Echt? Warum? Warum? Die Preise sind da viel zu teuer. 2000 Gems kosten, keine Ahnung, 50 oder wie heißt das? Ja, 220 Euro. Ja. Also zu teuer? Zu teuer. Und zu kompliziert? Und zu kompliziert. Weil es so viele Brawler gibt? Okay, ich bin ganz ehrlich, ich kann das verstehen, weil als ich Brawl Stars angefangen habe, da gab es so 20 Brawler und jetzt gibt es 80 fast. Also es ist viel schwerer jetzt. Nein, 64. Nee, es gibt fast 80 schon. Und man muss halt dazu sagen, Leute, damals gab es noch Megaboxen oder diese Brawlboxen. Jetzt gibt es halt irgendwie Star Drops, dann gibt es halt irgendwie Gadgets, es gibt Hypercharge. Es gibt das. Also es ist zu kompliziert, ne? Magst du? Also ja, mein Lieblingsspiel all time. Also ich würde es auf jeden Fall Lieblingsspiele natürlich dementsprechend machen, Leute, ihr wisst es eh. Aber ich verstehe es. Alles gut, ich kann damit leben. Und jetzt Baby in Yellow. Habe ich auch schon mal gespielt. Was ist das überhaupt? Ist das eine App oder was ist das? Ja, das ist so eine App. Da erziehst du so ein Baby. Mhm. Kannst du in den Ofen stecken, kannst du in den Kühlschrank stecken. Oh mein Gott, okay, krass. Kannst du so verschiedene Sachen mit dem machen. Aber der Punkt ist, das ist so ein ganz böses Baby. Ach so, ist ein böses Baby. Ja. Okay. So ein Horrorbaby. Extrem schlecht. Okay. Mach's einfach auch extrem schlecht. Dann so ein Beyblade-Spiel, Leute. Ihr kennt alle diese Beyblades, die sich so drehen. Beyblades! Ja. Wie findest du das? Okay. Sudoku? Oh, ach du Sch***! Ach du Sch***, Mann! Keiner mag Sudoku! Okay. Ja, okay, Leute, es ist halt so. Ja, ich find's auch nicht so spannend. Keiner mag das! Okay, dann Jetpack Joyride. Ja, keiner mag das auch. Schlecht. Hä, wirklich? Ja, doch. Ja, nee, alles gut, wenn du es schlecht findest, mach. Nein, stimmt, ich hab's ja einmal bei dir gespielt, ja, oder? Ja, hast du. Mit den Lasers und so. Ja, ja. Ah ja, da auch sehr gut, ich finde das cool. Okay, ja, also erst wusstest du nicht, oder was? Ja, okay. Dann Bridge Race, da muss man so Brücken bauen, Leute. Ihr seht's mal eingeblendet. Wie findest du das? Richtig cool. Also nicht so richtig cool.
also auf nicht so auf Lieblingsspiel. Ja. Wird es sogar so auf okay. Auf okay, ja gut, alles klar. Dann Call of Duty. Kenne ich nicht, diese Scheiße. Okay, Talking Band. Oh, ist auch okay. Ist okay, da kann man halt mit diesem Hund reden. Richtig cool. Das wird, ja, okay, aber es wird nach 5 Minuten langweilig, oder? Ja, nach 5 Minuten ist langweilig. Okay, dann haben wir dieses Crowd-Building, oder wie das heißt, wo man so einen Mensch zu ganz vielen machen kann. Ey, wieso sind eigentlich so alle okay? Ja, vielleicht sind die auch einfach nicht gut, ne? Also du findest, es ist okay? Ja. Okay. Schau mal, wie groß jetzt okay ist. Mhm. Dann haben wir Asphalt 9, das ist so ein Rennspiel fürs Handy, haben bestimmt viele schon gespielt. Ich kenn's nicht. Kenn ich nicht. Ah, okay, krass. Na gut. Dann Zubar. Ist so ein bisschen wie Brawl Stars, würde ich fast schon sagen. Ja. So Battle Royale auf dem Handy. Mit so verschiedenen Tieren, Charakteren, Waffen und so. Hast du schon mal gespielt? Immer wenn Werbung gekommen ist. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. So eine mitspielbare Werbung. Ja. Ja, wie findest du das, Zubar? Ja, eigentlich ganz okay. Mhm. Talking Tom? Das hat so wenig. Das ist mein Lieblingsspiel. Was? So gut? Dann Super Mario Run. Also, so wie Subway? Nee, das ist eigentlich so ein mit verschiedenen Levels eher. Das ist schon so ein Super Mario Klassiker auf dem Handy. Dann kenne ich das nicht. Okay. Dann Uno? Uno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sehr gut findest du das? Ja. Okay. Ich find's schon cool. Okay, krass. Dann Going Balls. Okay. Da muss man mit so einem Ball so ein Parcours, ne, durchrollen. Ja, okay. Ist okay. Dann Spiralroll, oder wie das heißt, ne, wo man so satisfying okay. So das so aufrollt. Auch okay. Auch okay. Dann Nerf Super Blast. Das ist so ein Nerf-Spiel fürs ja, Handy. Ja, das ist richtig. Das ist schon cool. So ein bisschen wie dieses Nerf in Stumble Guys, ne? Ja. Ist okay, oder? Sehr gut, okay. Krass, dann haben wir Hungry Shark und Minecraft, die letzten beiden Spiele. Mach erstmal Hungry Shark. Dieses Spiel. Echt? Dieses Spiel! Wie diese Evo, ich weiß nicht, komm. Okay. Okay, und als allerletztes Minecraft. Minecraft, aber es macht nur Spaß, wenn ich mit iCrimex zusammenspiele. Alleine nicht so? Nee, wenn ich halt mit iCrimex, dann... Dein Lieblingsspiel. Okay. Ja. Ja, okay, krass. Leute, ihr seht auf jeden Fall die Übersicht. Schreibt in die Kommentare, hättet ihr es anders gemacht. Lasst ein Like da, kostet das Abo. Bis dann, ciao, ciao.